Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger des Landkreises Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlangen. Ich bin Ihre Bundestagskandidatin für den Wahlkreis Erlangen, Martina Stamm-Fiebig. Ich bin in Erlangen geboren und dort aufgewachsen und wohne seit über 20 Jahren jetzt im Landkreis. Zuerst in Hemhofen, dann in Mörndorf. Durch meine Berufstätigkeit habe ich aber immer mit der Stadt zu tun und bin der Stadt und auch dem Landkreis sehr eng verbunden. Ich möchte für Sie und den Wahlkreis Erlangen in den Deutschen Bundestag. Ich hoffe auf Ihre Unterstützung. Wir in der SPD setzen uns schon lange dafür ein, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gewährleistet ist. Das heißt, wir brauchen bedarfsgerechte Betreuungseinrichtungen, gerade auch hier im Wahlkreis. Ich setze mich dafür ein, dass Beruf und Familie wirklich vereinbar sind und dass die Entscheidung für Kinder und Familie nicht in eine berufliche Sackgasse führt. Seit 2006 bin ich Betriebsrätin und gerade die Arbeit im Betriebsrat bei Siemens hat mich dafür sensibilisiert, dass es enorm wichtig ist, Arbeitnehmerrechte zu schützen und zu erhalten. In der Wirtschaftskrise wurde mir klar, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Arbeitnehmerrechte zu stärken. Wir von der SPD sprechen uns deshalb ausdrücklich gegen die Abschaffung des Kündigungsschutzes aus. Wir wollen, dass der Kündigungsschutz weiter erhalten bleibt und die Arbeitnehmerrechte gestärkt und erweitert werden. Oberste Priorität hat für mich, für den ganzen Wahlkreis, der Erhalt von den Arbeitsplätzen, die wir hier haben. Wir müssen die Auswirkungen der Finanzkrise bewältigen und es bedeutet, dass wir Regeln schaffen müssen, damit uns so eine Krise nie wieder trifft. Deutschland braucht eine starke sozialdemokratische Mehrheit in Berlin. Dafür lohnt es sich, wählen zu gehen. Mir ist es besonders wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder mehr Vertrauen in die Politik haben. Vertrauen entsteht durch persönliche Nähe und dafür stehe ich für Sie hier im Wahlkreis ein. Politiker wie Altoberbürgermeister Dr. Hallweg, Landrat Eberhard Illinger, unsere Bundestagsabgeordneten Heide Matischek und jetzt Renate Schmidt haben mit ihrer sozialen Politik für Deutschland und für diesen Wahlkreis viele sozialdemokratische Werte im gesellschaftlichen Miteinander der Bürger verankern können. Helfen Sie mit, dass wir diese Grundpfeiler einer sozialen SPD-Politik auch in Zukunft auf Bundesebene und damit für jeden Einzelnen fortsetzen können. Ja, liebe Martina, freue mich, dass wir uns sehen. Ich wünsche viel Erfolg für deinen Wahlkampf. Auch deine fränkische Heimat braucht eine sozialdemokratische Abgeordnete. Du wirst das gut machen für deinen Wahlkreis, für die Menschen, die hier leben. Alles Gute, viel Erfolg. Herzlichen Dank. Bitte gehen Sie am 27. September zur Wahl. Unterstützen Sie uns. Ihre Erststimme für mich, Martina Stamm-Fiebig, und die Zweitstimme für die SPD.